herzlich willkommen zu den Adventsmomenten im Kirchengarten. Aber leider dieses Jahr nicht wirklich hier. Wir halten Abstand, aber kommen Sie trotzdem mal herein. Hier im schönen Kirchenpavillon ist diesmal leider nichts los. Corona hält uns alle zu Hause. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind kreativ. Wir haben für Sie natürlich jeden Abend einen Adventsmoment vorbereitet. Wunderbare Menschen haben sich tolle Sachen ausgedacht, die wir Ihnen jeden Abend nach Hause bringen. Sie können sich vielleicht mit Ihrem Nachbarn oder mit einem Freund oder einer Freundin, mit Verwandten, solange Corona das zulässt, treffen und dann gemeinsam diesen kleinen Adventsmoment auf unserer Homepage oder eben bei Facebook genießen. Wir machen dies Jahr einfach alles anders und wir entzünden ein Licht und erfreuen uns daran und genießen die Adventsmomente vielleicht viel intensiver. Vielleicht bringt uns dieser Adventsmoment ein bisschen mehr Hoffnung und wir erinnern uns an die Dinge, die einen Moment einfach besonders machen. Ich lade Sie herzlich ein, jeden Abend um 7 Uhr einen kleinen Adventsmoment mit uns zu teilen. Dabei werden Sie tolle Sachen erleben. Es wird gesungen, gebacken, gebastelt, erzählt. Lassen Sie sich überraschen und lassen Sie sich vor allen Dingen nicht unterkriegen. Dieses Jahr müssen wir alle etwas kreativer sein. Vielleicht haben Sie selber gute Ideen, ein Adventsspaziergang, an dem man viel intensiver alles erleben kann, die Kerze viel gemütlicher wahrnehmen, ein Buch in die Hand nehmen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ab morgen, ab dem 1. Dezember, jeden Abend ein schöner Adventsmoment für Sie da ist. Bleiben Sie gesund und eine wunderschöne, gesunde Adventszeit. Tschüss!